Gerade wenn es um Thema Stress geht und vor allem um das Thema Stressabbau, ist die Atmung für dich ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug. Nichts ist so stark zwischen Körper und Geist verlinkt wie deine Atmung. Wenn du gestresst bist, wirst du flach und schnell atmen. Das hat deine Biologie so vorgesehen. Wenn du in der Entspannung bist, kannst du tief und ruhig und voll atmen. Und das macht deine Atmung zu einem ganz, ganz kraftvollen Werkzeug, denn du kannst sie bewusst einsetzen. Das heißt, wenn du merkst, du bist im Stress, in der Anspannung, die Atmung wird flach, kannst du ganz bewusst die Atmung vertiefen, voll und ganz und ruhig ein- und ausatmen. Und das wird deinem Geist, deinem Kopf rückmelden, okay, so schlimm kann die Situation nicht sein, und helfen, deine ganzen Stresshormone zu beruhigen und in die Entspannung zu finden. Im Folgenden möchte ich dir eine kleine Übung mit an die Hand geben, wie du ganz einfach, wenn du merkst, dass du sehr im Stress unterwegs bist, für dich wieder in die Ruhe finden kannst. Das Schöne ist, du kannst diese Übung jederzeit und überall einsetzen, egal ob du gerade in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bist, am Schreibtisch sitzt oder zu Hause. Wenn wir sehr im Stress sind, dann ist meistens das Vata und das Pitta Dosha, also das Luftig und Feurige, extrem ausgeprägt und uns fehlt die Erdung. Die folgende Übung ist eine kleine Meditationsübung, die du für dich durchführen kannst, und das Wichtige dabei ist, dass du alle drei Doshas integrierst. Das heißt, stell beide Füße wirklich auf die Erde, dass du Kontakt mit der Erde aufnehmen kannst. Leg eine Hand auf deinen Brustkorb, eine auf deinen Bauch und schließe wirklich für einen Moment deine Augen, um ein paar Mal tief durchzuatmen. Im Büro kannst du natürlich die Hände auch einfach auf den Schreibtisch ablegen. Schließe deine Augen und nimm den Kontakt zur Erde wahr, wie deine Füße auf der Erde verwurzelt sind, wie die Erde dich trägt. Und atme ein paar Mal tief ein und aus. So dass sich wirklich Brustkorb und Bauchraum mit Luft füllen und dann wieder leeren. Stell dir dabei vor, wie du aus dem Luftigen in deinen Körper kommst, in die Ruhe kommst und das Feuer, was dich antreibt, durch den Tag bringt, dass es ein wenig langsamer brennen darf, ein bisschen weniger lodert. Atme noch ein paar Mal tief durch. Und nach deiner nächsten Ausatmung kannst du deine Hände lösen, auf dein Bein oder auf dem Tisch ablegen und deine Augen wieder öffnen. Diese ganz simple und einfache Technik hilft dir, in deinen Körper zu kommen, in das erdige Kapha-Dosha zu kommen. Und je entspannter und ruhiger du atmest, desto mehr kann sich auch dein Geist wieder beruhigen und du kannst Stress abbauen.